Servus Leute, zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Wir haben das letzte Mal ja Südfigaro einen Besuch mit Lockup wir haben die mal besucht. Die wurden vom Imperium annektiert. Also prinzipiell das Imperium ist gerade in Südfigaro. Aber der Widerstand ist aktiv, sage ich schon mal jetzt. Und wir haben das Celeste befreit, eine ehemalige Generälin, die jetzt als Verräterin des Imperiums gilt. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Deswegen hat Lock sie befreit und noch aus anderem Grund, den wir aber noch nicht kennen. So, als nächstes werden wir einfach mal Sabines Geschichte hören, was mit ihm in der Zwischenzeit passiert. Auf dem Floß ist er ja, er ist ja todesmutig der Qualle entgegengesprungen. Aber die Qualle hat ihn fertig gemacht. Oder Oktopus, Krake, was auch immer. Dann hat er sich von den anderen auf dem Floß getrennt, auf dem Fluss. In verschiedene Richtungen ist er abgedriftet. Schauen wir mal, was mit ihm passiert ist. Am Ende des Kampfes gegen Ultros ward der tapfere Sabine aus dem Fluss geschleudert. Welchen Weg hat das Schicksal für ihn vorgesehen? Alle wollen sehr nach Narsch eigentlich. Jo. Wenn ich die Weltkarte anschaue, ist ein bisschen weit weg von Narsch, kann es sein? Oh, schau mal, wer da ist. Wer bist du? Wer bist du denn? Mein Mann. Bekannt mit Potako Chocobo hier. Und kenne Toni auch noch. Bist du wohl neu hier? Okay, Händler. Ninja-Sterne. Ich glaube, die kann man werfen. Die Unsichtbarkeit hervorruft. Das sind so Sachen, die glaube ich... Ja, wir kriegen jetzt Shadow wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und der kann scheinbar Dinge werfen. Kommando werfen, sieht man ja hier. Wie überall die Laufstiefel mir angedreht werden. Besten Dank. Schau mal an, wer da ist. Zurück! Zurück. Der Hund hat nicht viel Verfremde übrig. Kennst du dich aus in der Gegend? Ich würde von meinem Gefährten getrennt. Mein Ziel ist Narsch, doch habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich dorthin gelangen könnte. Am Ende des Waldes ist er im Osten hat das Imperium ein Camp errichtet. Ein imperiales Camp? Es scheint, dass sie es auf Burg Doma abgesehen haben. Burg Doma? Also dafür habe ich keine Zeit. Ich muss sofort nach Narsch. Der einzige Weg nach Narsch führt durch Doma. Bis dorthin kann ich dich führen. Allerdings werde ich dich verlassen, wann immer mir der Sinn danach steht. Gemeinsam weiterhin? Ja. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Okay, damit haben wir Shadow mit dem Team. Und Shadow hat das Kommando mit Werfen und so. So, gleich mal optimieren. Und, nee, Laufstiefel kriegst auch du nicht. Und schon haben wir... Ja. Sabine, hast du irgendwas Neues? Nee, du hast nichts Neues. Okay. Warum ist hier... Das ist irgendwie... Das hört sich so an wie Westernmusik. Endlich, der Uhrmacher. Ich warte schon eine Ewigkeit. Ich muss euch leider enttäuschen. Schau her, an der Wand hängt das gute Stück. Seit Jahren stehen die Zeiger stehen. Ein Jahr... 5 Jahre oder gar 10. Zum Wichtel doch mal. Ich kann nicht mal am besten will nicht erinnern. An der Wand? Was wo? Wie kann ich schlafen? Also hier habe ich eine kostenlose Möglichkeit, mich zu heilen. Also ich könnte jetzt mit Sabine hier trainieren. Irgendwo an der Wand. Eine Uhr? 10 Jahre? Irgendwas Uhr richten? Soll ich... Ist das ein Hinweis? Soll ich irgendwas machen? Nee. Ich ignoriere es einfach. Und danke. Oh, da taucht wieder der Händler. Der kommt immer mal wieder hier vorbei, okay. Not bad, würde ich sagen. Aber der hat nichts, was ich brauche. So, im Osten hieß es ein Lager oder so. Okay, okay. Oder im Süden? Südosten? Irgendwas sowas in der Art. Oh, shit. Ich brauche eine neue Blitztech. Werfen. Ah ja, ich kann Sachen auf alle werfen.
Natürlich macht es Sinn, Ninja-Sterne eher zu werfen, weil ich könnte auch Waffen werfen. Sind mir zu viele Gegner. Ich brauche einen Angriff auf alle. Oh. Okay. Random kann anscheinend der Hund kommen. Ist jetzt nicht das Schlimmste, würde ich sagen. So, was gibt es hier? Moment. Also Shadow kann zuschlagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber bei Sabine ist stark. Aber ihre Fähigkeiten sind jetzt außer DD nicht so die besten. Okay, darüber kann ich nicht. Aber hier wahrscheinlich. Imperiales Camp. Das imperiale Camp ist wimmelt nur so von Wachen. Hey, hast du schon gehört? Corporal Kartoffel und Möhre. Du meinst die Sache mit? Psst, nicht so laut, Kartoffel. Wenn Kefka was mitkriegt, sieht wirklich liefert. Sieht so aus, als wolle Kefka General Leo absenken und hier selbst das Kommando übernehmen. Das meinst du doch nicht ernst, Möhre. Wenn der Spinner gerade alt wird, quittiere ich den Dienst, aber hallo. Psst, Kartoffel, wenn Kefka was hört, landen wir sofort im Kerker. Weiß ich doch, weiß ich doch. Oh, der schon wieder. Verflucht, da kommt der Spinner schnell zurück auf unsere Posten. Hey, Ida, tut gefälligst euren Dienst, ja. Welch Freude, euch zu sehen, ehrenwerter Kefka, ist uns eine Ehre, unter euch zu dienen. Erstattet mir dieses leere Geschwätz. Kapiert? Verrichtet euren Dienst. Oder ich verspreche euch, ihr werdet euch wünschen, nie geboren worden zu sein. Großkotz auf dich hört doch eh keiner. Ich hab so einen Hals, General Leo sollte dem mal gehörig die Meinung geigen. Psst, ich sag doch, sei still, du Idiot. Kapierst du nicht, General Leo mag ein aufrechter Mann sein, doch Kefka ist von Sinnen. Der Typ ist unberechenbar, sieh dich also so gefälligst vor. Ja, schon klar. Hey, ihr zwei Hübschen, keine Zeit für Kaffeekrätzchen, wir starten die Offensive auf Burg Doma. Meldet euch beim Stoß drum, aber zack, zack. Okay, hier geht einiges vor. Angriff! Das sieht ein bisschen lächerlich aus, oder? Ja. Wir haben keine Chance, jetzt alles zu groß. So nah, so sind sie. Verzagt nicht! Oh, da ist noch einer. An eurer Stadt will ich kämpfen. Seinem Herrn schwor unumstößliche Treue. Um Land und Ideale zu verteidigen, fürchtet dieser Krieger selbst den Tod nicht. Cian. Ist erst die Anführer besiegt, sollten die imperialen Truppen in Panik fliehen. Soll ich denn zu Taten schreiten? Ich versuche jedem eine eigene Art von Stimme beizubringen, aber schwierig. Und tut auch im Hals weh. Fürst Cian, schlagt ihren Kommandanten! Oh, jetzt steuern wir dich. Und wir können dich auch ausrüsten. Wir können dich gleich optimieren. Na gut, mehr geht nicht. Ja, einen besseren Schild habe ich dir geben können. Ich, Cian, stolzer Krieger Domas, fordere euch zu einem Duell. Zeit für ein Duell. Der hat Kenjutsu. Fang. Schneller wollen wir von. Schaust du feindlich angehen, werden vorausgesehen und direkt mit Konter beantworten. Ich sehe die Klinge halbiert die LP und halt. Erstmal Tiger. Halbe LP. Dann weiß ich auch, wie viel er hat. Oh. Fang! Oh, das war. Oh, doch, das war gut. Warum hat. Ah, okay. Schwarzgurt.
Unser Kommandant ist gefallen. Rückzug! Wir verschanzen uns in der Burg und warten, bis der Feind zermürbt ist. Wird dann nicht normalerweise andersrum gehofft, sozusagen? Wir können jetzt mal pushen. Hundi? Braver Hundi? Braver Hundi. Da war Kefka. Lass ihn treten. Autsch. Verflucht entdeckt. Der Hundi kommt. Oh, die halten was aus. Oh, die halten viel aus. Ninja-Stern. WTF, wie viel halten die bitte aus? Vielleicht 500? War schlagen wohl das Richtige anstatt treten? Sternenanhänger, okay. Ja, zum Glück habe ich Items gekauft. Beziehungsweise jetzt hätte ich auch zum Händler zurückgekonnt. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich soll nicht entdeckt werden, so in etwa. Okay, der geht aber raus. Und dann kann ich rein. Na gut. Hallo. Wieder raus. Na gut, aber zu welchem Zweck soll ich da rein? Gar nicht. Vermutlich. Ich soll einfach hier rüber. Was sind das für Maschinen? Oh! General Leo, die Domane haben sich in ihre Burg zurückgezogen. Ihr liebste Taktik. General, wir sind bereit für die Erstürmung der Burg, erteilen den Befehl und wir greifen an. Dein Mut ehrt dich. Noch übe dich in Geduld, Soldat. Ein Angriff zu diesem Zeitpunkt würde zu viele Leben kosten. Aber mein General, für das Imperium gebe ich mein Leben jederzeit mit Freuden. Du kommst aus Maranda, nicht wahr? Nun ja, doch, warum fragt ihr? In deiner Heimat wartet deine Familie auf dich. Erwartest du von mir, dass ich mit deinem Schwert vor sie trete? Ich könnte ihnen nicht in die Augen sehen. Du magst ein Soldat gestahlt sein, doch allem voran bist du ein Mensch. Und ein menschliches Leben ist zu kostbar, es einfach so zu verschwenden. Der Imperator würde mir sicher beipflichten. Jawohl! Okay, der General ist anscheinend ein guter. General Leo, ein Botschaft Imperator gestahlt. Was? Der Imperator verlangt nach mir. Ich kehre unverzüglich zum Hofe zurück. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Sehr wohl. Die weitere Operation liegt in euren Händen. Enttäuscht mich nicht. Zu Befehl. Du hast mich gehört. Übereilt nicht. Zu viel Blut würde fließen. Ich zähle auf euch. Jawohl, Sir. Ihr könnt euch auf uns verlassen, Sir. Sehr wohl. Okay, der General. Das ist unser General. Er mag ein Feind sein, doch scheint er kein schlechter Mensch. Ja. Oh, da passiert noch mehr. Ist der blöde Leo erstmal fort, wird dies Wasser Gift sofort. Und wer es auch nur kurz berührt, sich nicht mehr von der Stelle rührt. Der Imperator ruft nach mir. Ich werde unverzüglich abreißen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Ha, ich bin kein zaudernder Feigling wie du. Zügle deine Niedertracht. Auch die feindlichen Soldaten sind am Ende nur Menschen. Vergiss das nicht. Kein Mitleid für Verräter, die mit den Rückkehrern kollaborieren. Nicht als hätte ich mir diese armselige Schwäche überhaupt je zu Schulden kommen lassen. Ich habe eine üble Vorahnung. Ja, sein braves Hündchen läuft zu deinem Herrchen. Wuff, wuff. Tja. Ist das Gift vorbereitet? Aber General Leo sagte doch...
Siehst du den hier etwa? Jetzt bin ich der Boss. Bring das Gift. Aber auf Burg Thoma befinden sich auch Gefangene aus unseren Reihen. Sollten sie von dem Wasser... Na und? Narren, die in die Hände des Feindes fallen, verdienen den Tod. Tja, Kefkas... Einspruch, euer Unehren! Ha, lästiges Geschmeiß. Kriech am Boden, du Wurm. Kein... Ninja! Autsch, das tut weh! Kefka, hier geblieben! Bin ich dein Hündchen? So. Bleib stehen! Bleib stehen! Jetzt müssen wir den jagen, oder wie? Lässt sich in der Tat! Autsch, das tut weh. Und the same procedure. Tja, als wenn ich... das nächste Mal bin ich nicht so gnädig. Oh, ich kann mich hier wahrscheinlich jetzt umschauen, oder? Vielleicht gibt's ja hier Loot. Wobei, Loot würde ich auf der Karte auch gleich erkennen. Aber nicht, wenn es in so einem Zelt zum Beispiel drin ist. Jawohl, ja. Oh, mit Tierhandschuhen. Und ein Monster. Yay. Oh, Satellit. Megatobsucht. Okay, Sabine greift jetzt wahllos, pausenlos an. Oh, der macht zwei guten Schaden, der Gegner. Puh, das war ein starker Gegner. Grünes Barrett. Okay, okay. Metallkralle. Der Mithrilhandschuh. Abwehr bitte dich. Vergift. Manchmal direkt gekontert. Schwarzgurt. Hört sich doch gut an. Das Barrett. Grünes Barrett. Aber dir bringt es mehr. Du bist jetzt blind. Das ist schlecht für einen Nahkämpfer. Augentropfen. Davon brauche ich, glaube ich, ein paar mehr. Sehr schön. So, haben wir noch irgendwas verpasst? Ist hier oben irgendwas? Diese komischen Drohnen haben es drauf. Sowas steckt in der... Garstigen. Hier unten gibt es nichts, wie es scheint. Naja. Wobei, hinter diesem Turm könnte ich mir noch vorstellen, könnte sich was verstecken. Ihr seht, ich kenne das Spiel nicht blind, deswegen müssen wir halt so uns umgucken. Natürlich kann auch in so Kisten was drinstecken, wenn man auf sie drauf ist. Aber da müsste ich jetzt vieles untersuchen. Das machen wir nicht. Das ist übertrieben. Machen wir weiter. Hab wichtige Termine, also lass ich euch. Oh shit, das sind sogar einige. Ich brauche einen Massenangriff. Das wäre gut. Oh, der Hund kontert. Der Hund blockt und kontert manchmal anscheinend. Shadow hat generell eine gute Ausweichchance, wie es scheint. Okay, die haben ihm jetzt Zeit verschafft. Schauen wir mal zu was. Eine Symphonie aus tausenden Todesreihen wird meine Ohren umschmeicheln. Er vergifte das Trinkwasser. Fürst Zion! Die imperialen Truppen scheinen sich wieder zu regen. Verboten,
Vorboten einer neuen Offensive? Das Wasser ist verfärbt. Position! Mich dünkt, dies ist Gift. Welch schändliche Heimtücke! Seine Majestät, wir müssen ihn schützen. Tja, wahrscheinlich kommen wir zu spät. Bedrohliche Melodie. Eile ist geboten. Schnell, seine Majestät ist in Gefahr. Wie wahr, doch der Thronsaal ist nah. Eure Hoheit, so sagt doch etwas. Du bist... Zian, mein Herr. Ist das so? Mir ward das Augenlicht genommen. Dein Antlitz vermag ich nicht zu sehen. Herr, ihr dürft nicht sterben. Mein guter Zian, seit meines Vaters Regentschaft schützest du Duma. Ich danke dir. Und bitte verzeih mir, denn ich habe versagt. Das ist nicht wahr. Deine Familie schwebt in Gefahr. Kann nicht atmen. Lunge brennt. Quält euch nicht. Ihr dürft nicht sprechen, Herr. Eile zu Frau und Kind. Kümmere dich nicht um mich. Herr. Für Sian. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Es kann noch Überlebende geben. Dann wollen wir uns aufteilen und die Burg durchsuchen. Tja, seine Familie. Na toll, da mir schwant nichts Gutes. Jetzt muss ich seine Familie finden. Oh, schon gefunden. Elaine, sag doch was! Ihr Götter, wie könnt ihr dieses Unrecht dulden? Owain! Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Vergeltung! Vergeltung dem Imperium! Halt das Loot! Ich bin Zian, stolzer Krieger Domas! Feindliche Überfall! Männer, formiert euch! Hä? Oh, da greifen wir mal mit an. Klar, seid ihr auch einer der Unholde? Nein. Das hat gezwiebelt. Das nächste Mal halte ich mir besser aus sowas raus. Oh nein, das ist das Gift von neben. Nicht ein Tropfen übrig. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich zu Kefka? Wir sind Kefka. Ja, ich würde ihm mithelfen. Ich helfe gerne. Kämpft die mit. Muss ich irgendwie. Der Mann braucht Hilfe, ja? Und wie? Ja. Das nicht. Ich kann nichts machen. Also ich muss irgendwas machen, ich kann sie aber nicht angreifen. Also ich klicke, ich klicke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Welche Tasten gibt es denn noch? Shadow vielleicht? Ah! Ich soll ihn einfach von der Seite ansprechen. Wer seid ihr, weiß ich nicht. Doch gilt euch mein Dank, Fremder. Okay. Blitztag! Bam, 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 boom! Na, da reicht es. Oh, okay. Zian ist richtig in Rage.
Bosskämpfe. Diesmal also die hier. Oh, sie sind stärker als sie scheinen. Naja, not really. Ich glaube, der hatte auch irgendwie einen coolen Angriff, wenn ich mich recht erinnere. Also alle Angriffe, die Massenangriffe sind, sind irgendwie cool. Luxion hatte da was. Konnte da was. Elende Bestien! Wer von euch, genau. Und weiter. Okay, wo wir schon dabei sind, können wir genauso gut den Rest erledigen. Ich pflichte euch bei, wackere Krieger. Okay, der Rest. Dum, 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 dum. Der hintere wäre ein besseres Ziel gewesen. Nein! Nicht verfehlen hier. Was ist hier los? Meinen aufrichtigen Dank. Ach. Na doch, selbstverständlich. Ich bin übrigens Sabine aus Figaro. Wir sollten schnellstens hier abhauen, wenn du mich fragst. Doch, schwor ich Rache für Frau, Kind und Königreich. Jetzt machen wir halblang. Willst du es mit dem ganzen Imperium aufnehmen? Zögern wir, machen die Jungs mit uns kurzen Prozess. Da drüben! Schnappt euch die Eindringlinge! Siehst du? Sind schon unterwegs. Doch, ich hätte einen Plan. Wir müssen erstmal dort rüber. Na, wir nehmen die Max, kann das sein? Und Shadow Horder. Sir Sabine! Was im Namen der Götter sind diese rüstungsgleichen Ungetüme? Die anderen kannst du dir später durchlesen. Vertrau mir und spring hinein in der Mech. Na los! Okay, Shadow hat ja gesagt, der verlässt uns irgendwann und das hat er jetzt gemacht. Einfach so. Sir Sabine, so sagt mir doch, wie lenke ich dies Monstrum? Meine Güte, ein gar unerquicklicher Gesell seid ihr aber, Werte. Ach, verstanden, jetzt hat er mich schon angesteckt. Jetzt reiß dich zusammen und wirf den Schalter vor dir um. Mach schon. Werte Sabine, irgendwas passiert. Ganz ruhig, du brauchst mir nur zu folgen. Hey, was denkt ihr, was ihr da tut? Hilfe! Dieses garstige Bestie. Ach, Shadow hat sich hier schon eins geholt, ah. Alles klar, brechen wir durch. Shadow hat sich selbst eingeholt, okay. Weiter kommt ihr nicht. Okay, jetzt haben wir Max. Und die Magitex haben Heilkraft. Sehr praktisch. Kennen wir die Tex. Oh, los, der ist stärker als die. Okay. Schade, man kriegt keine Erfahrungspunkte. Und müssen wir eigentlich einfach wieder da durch? Glaub nicht, ihr könnt fliehen! Hm, doch, das glaube ich eigentlich. Schön alle Farben nutzen. Metallritt. Dann könnt ihr ja ruhig schon ein paar Erfahrungspunkte kriegen. So leicht kommt ihr nicht davon. Feuer frei. Einfach quietsche Stimmen. Oh, ein Hinterhalt. Macht eigentlich nichts aus, oder? Das ist der Fernkampfangreifer. Genau. Das sind ja Fernkampfangreifer. Okay. So. Weiter. Abhauen. Danke, wir haben es geschafft. Also, wie kommen wir jetzt nach Narsch? Nach Narsch führt euer Weg? Hm, ich denke, von hier bleibt nur die Route durch den Wald, der im Süden liegt. Alles klar. Die Blechhaufen lassen wir zurück. Wir werden nur aufhalten. Auf geht's. Nur der Wald, der im Süden liegt. Oh, ich kann sogar hier durch. Dieser Wald? Nicht dieser Wald.
schwarze Katze. Oh, Moment, jetzt könnte ich schauen, ob Cyan irgendein Equipment gebrauchen kann. Ah, ne, das habe ich hier schon. Ich habe ihn ja kurz mal schon gehabt. Hier ist... Was ist hier? Burg Doma. Oh. Okay. Aktuell komme ich da nicht rein. Walddämm Süden liegt. Dann ist hier wahrscheinlich ein Walddämm. Der Walddämm Süden liegt hier. Der Phantomwald. Ah, ich kann mich hier vage erinnern. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann einen Cut und beim nächsten Mal werden wir in den Phantomwald eindringen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.